Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 hier zurück in Indien mit unserem Projekt Indien. Punjab hat zwar noch nicht viel von Indien erobert, aber dafür im Rest seiner Umgebung ganz schön aufgeräumt. Also bis auf Sindh und ein kleiner Teil von Kalat haben wir eigentlich nichts erobert, was uns zum Gründen des Staates Indien näher bringt, aber immerhin haben wir unser Prestige erhöht. Ich habe mir das letztens angeschaut noch, bevor ich Schluss gemacht habe. Wir stehen gar nicht so schlecht da. Prestigemäßig sind wir auf Platz, keine Ahnung, 12 vielleicht, oder? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10, 12, 13. Auf Platz 13. Und auch militärisch sind wir eigentlich nicht so schlecht. Für das, dass wir eine unzivilisierte Nation sind, sind wir da, glaube ich, gar nicht so schlecht drauf. Das heißt, sobald wir zivilisiert sind, also verwestlicht sind, könnten wir tatsächlich eine Sekundärmacht sein. Ja, es sind Sekundärmächte, die weniger Punkte haben als wir hinter uns. Das ist gut, das ist sehr gut. Sobald wir Sekundärmacht sind, ist der Schritt zur Großmacht nur noch ein kurzer. Ja, okay. Wo wir viel, viel, viel zu tun haben, ist unsere Alphabetisierung. Auch da habe ich mal ein bisschen was angeschaut. Also wir sind da eher am unteren Ende der Alphabetisierung. Immerhin haben wir schon 9%. Wir haben, glaube ich, mit 3% gestartet. Tatsächlich hat uns gut getan, dass wir Afghanistan erobert haben. Wenn wir uns nämlich unsere Bevölkerungsstruktur anschauen, hier ein kurzer Überblick, so sehen wir Bevölkerung in sehr unterschiedlichen Prozentbereichen. Aber im Punjab hat die Bevölkerung etwa eine Alphabetisierungsrate von, na sagen wir mal, guten 6%, 6 bis 7%. Gibt auch welche mit unter 6%, aber dann gibt es auch zweistellige ein paar dabei. Da sind fürchterliche mit 4% dabei. Hey, die Lehrer haben eine Alphabetisierung von 4%. Sollte uns das zu denken geben. Naja, egal. Aber da gibt es zum Beispiel welche mit 19% und so weiter, ja. In Afghanistan hingegen ist die Alphabetisierung viel höher. Finde ich eigentlich nicht so schlecht. Ja, und in Sindh? Nein, Sindh nicht. Sindh auch nicht. Da sind wir auch modig. Da sind sie noch schlechter. Das ist die Provinz, die wir erobert haben. Wo wir wirklich schlecht sind, ist in dem Gebiet, das wir jetzt gerade erobert haben. Da haben wir eine Alphabetisierung von 3% oder sowas in die Richtung. Naja, kann man nichts machen. Turkmenistan ist auch in der Gegend. Oh, 1%. Turkmenische Handwerker sind besonders die besonderen Blitzkneißer. Naja, okay. Das dazu. Also mit unserer Alphabetisierung müssen wir noch ganz viel machen. Ja, derzeit haben wir kein Geld und zwar deswegen, weil wir Truppen bauen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir ein wenig Zeug kaufen. Das heißt, es sollten Truppen gebaut werden. Es dauert nur irre lang. Na, vielleicht werden die dann irgendwann mal fertig. Na, vielleicht sollten wir auch irgendwo da ein wenig runtergehen, während wir Truppen bauen. Nö, das lassen wir so. Geht das dann ein bisschen schneller, wenn wir unseren Lehrern weniger Geld zahlen? Ja, schaut gut aus. Das schaut nicht gut aus. Ach weh. Oh, der schaut gut aus. Oh, der schaut auch gut aus. Nehmen wir gleich den.
Bin erst gar nicht lange auf Suche. Na gut. Und so weiter und so fort. Ah, ah, was ist? Wie schaut's so aus? Ja, schaut schon gut aus. Schaut schon gut aus. Irgendwann mal, wenn wir schon fertig werden. Wow, die erste Infanterie wird gebaut. Beeindruckend. Ja. Gut, 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 gut. Ja, das gehört uns. Nachdem wir ja letztens so einen wunderschönen eine Krise hatten, einen Konflikt hatten, der so gut gegangen ist, durch das, dass wir in der Einflusssphäre von Großbritannien sind, werden die immer auf unserer Seite sein, hoffe ich. Und ich hoffe einfach, dass die anderen Staaten nicht zu stark dafür sind, dass wir irgendwas wieder verlieren. Wir sind so ein süßer kleiner Muppelwuppelstaat. Okay, dann können wir den Leuten wieder etwas mehr zahlen. Wir hören im Hintergrund die fertig werdenden Truppen. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ah, okay. So geht's hier nicht zusammen. Geht's mal nach Kandahar. Dann sammeln wir die Leute in Kandahar und nicht hier. Und nicht hier. Passt. Und was Interessantes. Die wird mag uns, na gut. Soll sein. Ja, dann, wie schon gesagt, wir haben gesagt, dass wir Russland versuchen, möglichst gut zu stimmen. Wir haben immerhin noch eine Infamie von 15. Ist auf jeden Fall nicht gut. Da bin ich mir sicher. Zu denen kommt eh keiner mehr. Ah, geht's nach Keta, ist vielleicht besser. Ha, wartet's mal. Yay! So, jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir hier? Machen wir das Transportsystem, das unsere Bergbaueffizienz weiter steigert, außerdem macht es uns Eisenbahnen. Das finde ich schon sehr cool. Und machen wir dann als nächstes die frühe Industrialisierung vielleicht. Industrialisierung ist immer gut. Oder machen wir eine Finanzreform? Oder eine Verwaltungsreform sogar? Sie bringen uns alle 15%, aber das bringt uns das Transportwesen. Das will ich. Wir sind bei 65%. Unsere Geistlichen schaffen 3 Forschungspunkte, ne? Immerhin. Die Pluralität und die Alphabetisierung wären auch ganz gut, wenn wir ein bisschen höher abkriegen würden.
Na schauen. Boah, bleibt ja urviel Geld über. 54% drauf. Gut. Das mit der Verwaltung sollten wir uns eh auch einmal anschauen. Wo wir verwaltet sind und wo nicht. Ich glaube ja, dass wir eigentlich nur. So, warte mal. Nein, Usbekistan ist auch unseres. Ich werde das sicher niemandem irgendetwas geben. Okay, gut. Großbritannien hat einen Krieg gewonnen. Damit kann ich leben. Auch Belutschistan gehört zu uns. Was fällt euch eigentlich ein? Boah, das ist ja schrecklich. Wieso sind das 25? 24 und das nur 21. Ah, weil die Leute verloren haben. Die Fälle noch nicht vollständig sind. Ah, da kommt noch die Vollständigkeit bei denen. Und die werden auch wieder mehr. Sehr gut. So, ich überlege gerade, was wir wirklich als nächstes machen. Yay, wir sind auf über 100 bei Russland. Ich frage mich gerade, ob Russland trotzdem mir den Krieg erklären kann, weil sie einen Core auf mich haben. Nein, haben sie nicht. Gut. Uff. Naja. Okay, für Indien fehlt uns noch dieses Gebiet. Das Einzige, was einfach wird, ist Makran. Schauen wir mal. Ach weh. So. Ah, die sind vertraut mit Russland, die können wir auf keinen Fall angreifen. Waffenruhe mit uns verbündet. Wie ist das mit Russland? Hier einen Kriegsgrund gegen irgendjemanden? Nö, schaut nicht so aus. Achso, wir haben keinen Kriegsgrund gegen Russland. Aber sie vielleicht gegen Kokand? Nein, doch nicht. Warum ist das so rot? Die folgenden Länder haben hier Ansprüche. Hat ja keine Ansprüche. Wieso sind die rot mit Russland? Das verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen? Nö, muss ich nicht verstehen. Na, okay. Falls ihr wisst, was das bedeutet, sagt es mir ruhig in den Kommentaren. Könnte ich die rein theoretisch. No, die Konservativen verlieren aber ganz schön. Könnte ich die. Achso, mein Waffenruhe, deswegen geht's nicht. Uruguay führt Krieg. Die führen selten Krieg, interessanterweise. Nein, das ist alles meins. Alles meins. Uff. Gegen Brasilien und Chile.
Oh, Kukant möchte ein Bündnis mit uns. Wollen wir das machen? Ja, wieso nicht? Bis wir die angreifen können, vergeht eh noch eine halbe Ewigkeit. Und wir werden in der Zwischenzeit wahrscheinlich von irgendjemandem angegriffen und wir müssen aus dem Bündnis raussteigen. Boah, wir sind so mächtig. Wir haben mächtige Verbündete im Norden und im Osten. Nepal, Bhutan und Sikkim. Und Kokand. Wow. Na, aber wer weiß, wozu es gut ist. Vielleicht könnten wir Tibet angreifen. Also, aber Tibet ist, glaube ich, noch immer, ja, eine Satellitenstadt von China. Schade. Das müssten wir irgendwie. Kann man das steuern, dass man das sieht, wenn Tibet kein Satellitenstaat mehr ist? Ja, oh ja, die sind ein Teil von meinem Land. Ich weiß das ganz genau. Ich habe es nämlich eingenommen mit eigenen Händen. Und mit dem Blut an meinen Händen. So, Russland, wir geben euch noch mehr Geld. Weil, um ehrlich zu sein, auch noch mehr Diplomaten. Okay. Belgien hat den Krieg gegen die Osmanen verloren. So, 3,94% Geistliche. Okay, die USA ist ziemlich kriegerisch in diesem Spiel. Die führen doch nie Krieg sonst. Außer gegen Mexiko natürlich. Vielleicht kommt das noch. Ja, also wie ihr seht, es passiert eigentlich nichts. Atje wird erobert. Ich überlege gerade, ob man wirklich Makrana als nächstes versuchen zu erobern. Dann haben wir ganz Belutschistan. Und auf jeden Fall haben wir den Ostteil von Indien erobert dann. Aber viele Punkte wird das nicht bringen, wenn wir das erobern. Das kostet 22 Infamie. Aber die kann ich nicht angreifen. Dazu sind sie zu gut verbandelt mit den Russen. Und da drüben, die kann ich auch nicht angreifen, weil die alle zu den Engländern gehören. Nur Makran eben nicht. Natürlich die portugiesische Kolonie in Goa und die Kolonie Pondicherry von Frankreich. Ich bin da jetzt doch ziemlich eingezwickt. Vielleicht sollte ich ja doch. Ah, vielleicht will Großbritannien ja ein Bündnis mit mir. Das wäre schon was Schönes. Wenn Großbritannien ein Bündnis mit mir eingeht, dann könnte man natürlich Persien und alle möglichen Sachen angreifen. Aber bis dahin geht da gar nichts. Die sollen sich nicht zieren. Die sollen das schon machen. So, wir haben da Eisenbahnen im Übrigen. Ich bin absolut begeistert. Was wir schon alles haben. Makran möchte ein Bündnis mit uns. Oh, das lehnen wir ab. Das ignorieren wir einfach mal. Makran ist Teil von Indien. Das müssen wir erobern.
Großbritannien, möchtest du ein Bündnis mit mir? Warum nicht? An meiner Infamiliz nicht. Weil wir unzivilisiert sind, ist eh klar. Und verschiedene andere Gründe auch noch. Was ist die Distanz? Minus 24, wir sind Nachbarn. Nicht schlecht. Nö, nö. Oder ist gut in Verteidigung, den nehmen wir. Wir brauchen Zivilisiertheit. Mehr Zivilisiertheit. Wir sind nicht zivilisiert. Wir können keine Fabriken bauen. Schade. 3,95%. Okay. Interessant. Interessant. Was kann ich euch in der Zwischenzeit erzählen, während wir warten, während ich vergesse, die Pause wieder aufzuheben, während wir warten, dass irgendetwas passiert? Das Problem ist, schaut mal die Bevölkerung an. So, wir könnten jetzt natürlich, nachdem wir hier jetzt 4% Geistliche haben. Die Geistlichen einsetzen. Sollte etwas schneller gehen als bei den 2 Millionen. So, wir sind bei 65% und bei 2800. Na, immerhin plus 3,6 pro Tag schon. Hurra! Ob das jemals fertig wird? Und die Infamie ist auf 12 runter. Vielleicht sollten wir noch ein paar Truppen bauen. 24 sind ein bisschen wenig. Aber noch ein paar Infanterieeinheiten. Brauchen wir vielleicht überhaupt noch eine dritte Armee? Eine vierte Armee? So ist es. Das ist nicht schlecht, die Idee. Schauen wir mal. Haben wir noch Platz für vierte Armee? Ja, müsste ich eigentlich ausgehen. Euch stellen wir in der Zwischenzeit daher. Nein, gehört uns. Ah, stopp, 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 stopp. Irgendjemand führt gerade wieder Krieg. Aber wer? Russland, Frankreich, Krakau gegen Großbritannien. Was wollen die erobern? British Columbia? Echt jetzt? Kanada? Der britischen Seite sind so ziemlich alles, was so Rang und Namen hat. Na, euch sicher nicht.
Soll ich die Briten durchlassen? Aber ja, da sehen wir wenigstens, was sie da so alles haben. So, was haben wir gesagt? In Lahore bauen wir noch eine kleinere Armee. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Jo, dann schauen wir uns erste Reihe fußfrei an, was da wieder passiert. Es ist wieder Frankreich. Frankreich und Russland zusammen. Das wird Großbritannien wieder zusammenschlagen. Vor allem die Osmanen sind auf der Seite wieder. Ich meine, es sind zwar diesmal nicht Österreich dabei, aber was wollen die Osmanen gegen das russische Zarenreich machen? Und tatsächlich dieses Gebiet hier erobern. Wirklich wahr. I fuss it not. Ist mir eigentlich eh recht, wenn die Briten zusammengeschlagen werden. Oh. Warte mal. Sind die Belgier auf der britischen Seite? Schaut fast so aus. Zu viele Staaten. Naja, Belgien. Autsch. Okay. Russisch-Kanada. Heißt das, Russland wird als nächstes mit Großbritannien, mit den USA Krieg führen? Briten, ihr seid so unfähig, das ist unglaublich. Und ihr seid meine Verbündeten. Andererseits, ich wette, sie sind nicht mehr so unfähig, wenn ich dann versuche, ihnen Indien wegzunehmen. Ah, die Russen versuchen uns zu beeinflussen, das ist gut. Das sollen sie ruhig machen. Damit kann ich leben, wenn sie das tun. Obwohl, wenn ich verwestliche, möchte ich lieber bei den Briten sein. Weil ich einmal sagen lassen, es ist... So, das ist nicht die zweite Armee, sondern wie nennen wir das? Wie nennen wir unsere Armee? Gilgit Guards, Ludhiani Garrison und Army of the Khalsa. Was tut die Lahore Guard und aus? Bum, bum, bum. Anführer kriegen die auch noch. Und zwar, wen geben wir ihnen? Nachdem es eine Guard ist, kriegen sie einen Verteidiger. Na bitte. Alles wird gut. Ihr wisst schon, dass wir euch im Krieg gegen die Russen helfen hätten können, Briten.
wenn ihr nur so lieb wärt und ein Bündnis mit uns eingehen würdet. So sind wir nämlich. Ganz, 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 ganz lieb. Es wäre irgendwie schön, wenn ihr da irgendwelche Provinzen verlieren würdet. Das heißt, jederzeit, wenn ihr wollt. Schaut nicht so aus, sogar Nepal haben sie in ihren Einfluss genommen. Und Tibet. Schau an. Na gut. Ist jetzt nicht allzu viel passiert. Wir werden uns dann einfach weiter gut zureden. Na, denen eigentlich nicht. Wieso sollten wir das? So, wenn wir mal noch gut zureden, dem Norddeutschen Bund in einer Krise. Brauchen wir euch? Es wäre gut, wenn ihr uns unterstützen würdet in einer Krise. Weil Frankreich wird immer auf der Seite von Russland sein und Russland wird immer gegen die gegen die Briten sein, beziehungsweise Frankreich wird immer gegen die Briten sein. So gesehen macht das Sinn. So gesehen macht das Sinn. So, Infamie 10. Das dauert so lange. Sollen wir es riskieren wieder? Ich speichere einfach ab. Na, das ist der Sissy Way abzuspeichern. Aber es passiert halt einfach nichts. Kann man noch schneller gehen? Ah ja, es geht wirklich noch schneller. Ja, das ist der Nachteil, wenn man sowas macht. Wow. Stop! Okay. Okay. Ah, wir haben wieder das Gleiche. Na klar. Schon machen wir schnell und schon passiert wieder das Gleiche wie vorher. Afghanistan. Aber der Norddeutsche Bund ist auf meiner Seite eher. Wir sind doch gute Freunde. Komm. Geh auf die Seite von Großbritannien. Gibt es keine Konflikte im Osmanischen Reich, um die ihr streiten könnt? Müsst ihr unbedingt im Punjab herumwurlen? Ja. Komm schon, Norddeutscher Bund, bitte komm auf meine Seite. Mach keinen Blödsinn. Dann wissen wir wenigstens, wo wir als nächstes gleich erobern. Nämlich wieder Afghanistan. Grrr. Oh, Gebiete. Habt ihr sie nicht mehr? Ah, das wird ein Krieg. Komm schon. Komm schon, Norddeutscher Bund, komm auf unsere Seite, bitte. Komm auf unsere Seite, komm auf unsere Seite, komm auf unsere Seite, komm, 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 komm. Mit wem bist du eigentlich verbündet? Dänemark? Schweden, Spanien.
Wenn du dich gleich auf unsere Seite geschlagen hättest, hätte sich Spanien auf unsere Seite geschlagen. Aber nein, nein, der Herr Deutsche, Norddeutsche Bund muss ja unbedingt blöd bleiben. Ach, kommt schon. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Na gut, ich fürchte, sie meinen es ernst. Gut, an dieser Stelle werde ich abspeichern, Kinder, und zwar deswegen, weil die halbe Stunde, glaube ich, schon vorbei ist. Und nicht abspeichern, euch verlassen, meine ich. Und ich werde in der Zwischenzeit meine Truppen ein bisschen anders postieren. Ein bisschen anders postieren, sodass man vielleicht... Ach nein, wir haben keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Der Krieg wird nämlich nicht bei mir gewonnen, sondern der Krieg wird auf jeden Fall bei den Briten gewonnen und verloren. Und die haben jetzt eindrucksvoll bewiesen, dass sie den Krieg gegen Frankreich nicht gewinnen können. Und wenn Österreich auf der Seite ist, schon gar nicht. Und Russland. Belgien ist auch eher eine Vorgabe als eine Hilfe. Nur Frankreich oder nur Russland, das wäre machbar gewesen, aber wie soll Großbritannien mit denen klarkommen? Und ich kann ihnen nicht helfen. Ach, geh bitte. Der Norddeutsche Bund, der wäre es natürlich. Wenn die auf unsere Seite kommen, naja. Okay, vielleicht kommen sie ja noch auf unsere Seite. Ein paar Tage haben sie ja noch Zeit. Herrschaften, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Schlaft gut und träumt was Schönes.